Manchmal vergessen wir, dass wir auf einem Planeten leben, der voll von gefährlichen Naturereignissen ist, bis wir sie aus nächster Nähe erleben. In diesem Video sehen wir uns 10 der gefährlichsten Naturphänomene der Welt an. Von einem unsichtbaren Naturschauspiel, das viele Menschenleben fordert, über die schlimmsten Unterwasser-, Eis- und Naturphänomene auf See. Überschwemmungen. Überschwemmungen und Dürren fordern die meisten Todesopfer. Dank fortschrittlicher Technologie sind Dinge wie Wirbelstürme und Hurricanes besser vorhersehbar, sodass die Zahl der Todesopfer im Laufe der Jahre stetig gesunken ist. Wir können besser auf sie vorbereitet sein. Allein in Amerika sterben jedes Jahr durchschnittlich 100 Menschen durch Überschwemmungen. Laut Wissenschaftlern der University Corporation for Atmospheric Research unterschätzen Betroffene oft die Kraft des Wassers, wenn sie in überflutete Gebiete fahren. Viele Menschen wissen nicht, dass es nur 45 cm Wasser braucht, um ein Auto zu überschwemmen. Hitzewellen. Hitzewellen gehören auch zu den tödlichsten Naturphänomenen. Für viele Menschen ist das schwer zu glauben, weil man sich die Folgen nicht wirklich vorstellen kann. Wenn ein Hurrikan vorbeizieht oder eine Überschwemmung auftritt, sieht man sofort den materiellen Schaden und das Leid, das verursacht wurde. Hitzewellen sind im Vergleich dazu ein schleichendes Phänomen, das man nicht sehen kann. Es fordert aber viel mehr Menschenleben. Nach Angaben des Center for Climatic Research an der Universität von Delaware sterben jedes Jahr durchschnittlich 1.500 Menschen an den Folgen von Hitze. Zum Vergleich mit den Todesopfern von weniger als 200 durch Tornados, Erdbeben und Überschwemmungen. Und das sind nur die Zahlen aus Amerika. Wirbelstürme. Ein Tornado ist ein zerstörerisches Naturphänomen mit unberechenbarem Charakter. Wusstest du, dass manche Menschen eine Phobie vor Tornados entwickeln? Dies wird als Lilapsophobie bezeichnet. Sie entwickeln eine enorme Angst vor Tornados, weil diese plötzlich und ohne Vorwarnung auftreten können. Ein Tornado richtet auf 3 Arten Schaden an. Die starken Winde können alles wegreißen, was sich ihnen in den Weg stellt. Denke an Bäume, Autos und sogar Häuser. Die Trümmer, die ein Tornado dann mitnimmt und wegschleudert, verursachen noch mehr Unfälle. Und schließlich kann ein Tornado auch Hagel und Blitze erzeugen. Große Hagelkörner können Menschen verletzen und Blitze können elektrische Probleme und sogar Feuer verursachen. Kurz gesagt, ein Tornado verursacht enorme Schäden, die oft mit Todesopfern einhergehen. Asteroiden. Die Tatsache, dass die Erde eines Tages auf katastrophale Weise von einem riesigen Asteroiden getroffen werden könnte, wirkt wie die Handlung einer Science-Fiction-Geschichte. Es gibt jedoch genügend Wissenschaftler und Forscher, die glauben, dass diese Bedrohung ernst genommen werden sollte. Deshalb sind sie damit beschäftigt, eine Bestandsaufnahme zu machen und die Asteroiden in Erdnähe zu überwachen. Das Risiko, dass Asteroiden die Erde treffen, ist keine Fiktion, sondern real. Eines Tages wird ein Asteroid auf dem Weg zur Erde sein, der groß genug ist, um die Menschheit in ein globales Chaos zu stürzen. Es sei denn, wir tun etwas dagegen. Deshalb plädieren Wissenschaftler für eine bessere Technologie und die Möglichkeit, die Objekte um die Erde herum kontinuierlich zu überwachen, damit wir auf den Einschlag eines Asteroiden einigermaßen vorbereitet sind. Wirbel. Ein Wirbel ist ein starker Strudel im Wasser, der zusätzlich zu einer rotierenden Strömungsbewegung eine Abwärtsströmung aufweist. Diese entsteht, wenn 2 gegenläufige Ströme aufeinandertreffen. Für sich genommen sind Wirbel nicht gefährlich. Ein sehr mächtiger und gefährlicher Strudel ist allerdings der Mahlstrom. Gezeitenwirbel bilden sich normalerweise im Ozean in der Nähe von schmalen Geraden. Große Schiffe sind durch Strudel nicht gefährdet, auch wenn alte Geschichten etwas anderes behaupten. Die mythische Charybdis der Griechen war wahrscheinlich ein Strudel an der Küste Siziliens, der die Fähigkeit hatte, kleine Schiffe zu verschlucken.
Die Abwärtsströmung eines Mahlstroms ist der Teil, der als gefährlich gilt, weil er theoretisch alles verschlucken und auf den Grund ziehen kann, ohne dass das Objekt wieder die Oberfläche erreicht. Kleine Boote und Schwimmer sollten daher unbedingt die Strudel meiden. Erdrutsche. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Stabilität der Erdoberfläche, die an einem Hang liegt, gestört ist. Schlammlawinen zum Beispiel entstehen, wenn sich Wasser schnell im Boden ansammelt und zu einer Welle aus Steinen, Erde und Geröll wird. Diese bewegen sich entlang eines steilen Hanges. Die gelockerte Erde fließt dann mit hoher Geschwindigkeit bergab und verwüstet alles, was sich ihr in den Weg stellt. Straßen werden unpassierbar, weil sie mit Schutt bedeckt sind, aber auch Häuser und andere Gebäude am Fuße des Hanges sind manchmal betroffen. Oft sind ganze Gemeinden ohne Zugang zu Hilfsgütern, weil die Straßen durch Schlammlawinen blockiert sind. Vulkanausbruch unter Wasser. Ein Vulkanausbruch an Land ist gefährlich und kann große Schäden verursachen. Wenn das Ganze unter Wasser passiert, ist die Gefahr genauso real. Ein Unterwasservulkan hat auch mit heißer Lava und Trümmern zu tun, die nach außen geschleudert werden. Diese kühlen jedoch schnell ab. Die Entstehung eines verheerenden Tsunamis passiert auch durch Unterwasservulkanausbrüche. Vulkanische Tsunamis werden durch Unterwasserexplosionen und Schockwellen verursacht, die durch große Explosionen entstehen. Schockwellen, die sich mit Meereswellen koppeln, können Tsunamis von bis zu 3 Metern Höhe verursachen. Aber selbst wenn ein Unterwasservulkan nicht ausbricht, stellt er immer noch eine Gefahr dar. Die Gasblasen, die sich unter der Wasseroberfläche bilden, verringern die Dichte des Wassers, was dazu führen kann, dass Schiffe sinken, da sie das Gleichgewicht verlieren. Diese Gebiete werden als unsichere Zonen für die Schifffahrt gekennzeichnet. Eistsunamis. Eine andere Art von Tsunami, von der man nicht sehr oft hört, sind Eistsunamis. Dies wird als schleichendes Eis bezeichnet und durch starke Winde verursacht. Eistsunamis treten auf, wenn 3 Bedingungen erfüllt sind. Vor allem im Frühjahr, wenn das Eis, das große Gewässer bedeckt, zu tauen beginnt, aber noch nicht geschmolzen ist. Wenn dann ein starker Wind durch das Gebiet weht, kann das Eis zum Kai geschoben werden. Um solch große eisbedeckte Wassermassen zu bewegen, sind Winde mit hohen orkanartigen Geschwindigkeiten erforderlich. Die 3. Bedingung ist eine leicht abfallende Küstenlinie, da diese weniger Widerstand bildet, wenn das Eis auf sie trifft, sich ansammelt und ins Landesinnere gedrückt wird. Dieses Phänomen stellt eine Gefahr für Städte dar, die ans Wasser grenzen. Die Eisplatten bewegen sich über das Ufer und verursachen einen Stau. Die Eisansammlung ist nicht nur ein Hindernis auf der Straße, sondern bewegt sich vorwärts und kann alles in seinem Weg beschädigen. Das Phänomen ist beängstigend und zerstörerisch, aber gleichzeitig auch sehr faszinierend zu beobachten. Limnische Eruption. Dieses Ereignis ist bisher nur 2-mal vorgekommen und vielleicht ist das auch gut so, denn es ist sehr gefährlich und kann viele Menschen und Tierleben fordern. Eine limnische Eruption findet statt, wenn eine große Gasblase, die auf dem Grund eines Sees festsitzt, plötzlich freigesetzt wird. In diesem Fall ist es Kohlendioxid oder Methangas. Das Gas entsteht, weil organisches Material langsam am Grund des Sees verrottet und sich ansammelt. Es steigt auf, explodiert und fällt dann wieder nach unten und erstickt alles in seinem Weg. Man kann einen Knall hören und wenn man das Gas bereits riechen kann, ist man wahrscheinlich zu nahe an der limnischen Eruption und möglicherweise in Gefahr. Wo man sich aber immer sicher aufhält, ist hier im Top-10-Kanal. Stell also sicher, dass du ein Abonnent bist und schalte die Glocke für eine Benachrichtigung ein, sobald ein neues Video online ist. Ich beende dieses Video mit einem der gefährlichsten Naturphänomene auf See, die Wasserhose. Eine Wasserhose ist zwar nicht so zerstörerisch wie sein Pendant an Land, der Hurricane, sollte aber dennoch nicht unterschätzt werden. Segler wissen nur zu gut, welche Art von Gefahr diese darstellt. Es wird sogar erzählt, dass ein Schiff infolge einer Begegnung gesunken ist.
Die gefährlichen Wasserhosen bilden sich über Wasser oder beginnen als Tornado über Land und werden zu Wasserhosen, wenn sie sich in Richtung Wasser bewegen. Sie treten in der Regel während eines Nachmittags- oder Abendgewitters auf, wenn warme, feuchte Luft eine instabile Umgebung schafft. Sie können von starken Winden und stürmischer See begleitet sein. Aber auch Hagel und Blitze gehören zu diesen schweren Gewittern auf dem Wasser. Eine Kombination von beängstigenden Naturphänomenen, die Wasserhosen zu einem riesigen, gefährlichen Naturphänomen machen. Welches dieser gefährlichsten Phänomene hat dich am meisten überrascht? Hinterlass deine Antwort in den Kommentaren. Gib dem Video ein Like, bevor du gehst, und wir sehen uns morgen hier auf dem Top 10-Kanal wieder. Bis dann!